Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept Leber auf türkische Art. Es gibt bestimmt welche unter euch, die dann sagen, Leber esse ich überhaupt nicht gerne. Habe ich auch mal gesagt, aber auf diese Art schmeckt das wirklich lecker. Probiert das aus. Wer es nicht mag, muss nicht machen, aber einfach zu gucken. So, dazu habe ich dann hier ca. 500 Gramm Leber. Ich habe Kalbsleber genommen. Ihr könnt natürlich auch Lammleber nehmen oder Rinderleber, was ihr auch möchtet, und oder auch Geflügelleber, geht auch. So eine kleine Schale Mehl, Salz, ca. 1 Esslöffel rote Paprikapulver. Dann nachher so 2 große Zwiebeln. Es gibt bestimmt auch unter euch welche, die keine Zwiebeln mögen, aber das muss jetzt mit Zwiebel gemacht werden, und Petersilie. Dann brauchen wir nachher nochmal Blattpaprika und Salz. Als erstes werde ich natürlich für alle, die sich mit Leber überhaupt nicht auskennen, zeigen. Ihr müsst nämlich einfach erstmal die Haut hier abziehen. Das geht eigentlich ganz schnell. Ihr müsst dann eine Stelle finden, wo ihr das einfach anfassen könnt, und dann einfach abziehen. Wenn man das einmal angefangen hat, dann geht das auch sehr leicht. Es gibt bestimmt welche unter euch, die dann sagen, geht ja gar nicht. Aber ich will euch ja alles zeigen, was so in der türkischen Küche gegessen wird. Wir haben noch so viele Rezepte. Ich könnte täglich 10 Rezepte hochladen und wäre dann in 10 Jahren nicht vorbei, glaube ich, damit. Aber wir haben ja Zeit. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Wir werden noch lange, lange Jahre türkische Küche gemeinsam kennenlernen. So. So muss das dann aussehen. Das müsst ihr natürlich auch noch abschneiden hier. Ich werde das dann einfach in kleine Stücke schneiden. Wasche es gründlich mit kaltem Wasser und lasse es dann schön abtropfen und dann mit einem Küchentuch trocken tupfen. Die Zwiebeln, die schneide ich dann in kleine Ringe. So, jetzt werde ich meine Zwiebeln mit reichlich Salz so reiben. Und wasche auch die Zwiebeln reichlich mit Wasser und lasse diese auch abtropfen. So, jetzt werde ich das Mehl mit dem Paprikapulver und Salz vermischen und gebe dann das Leber noch mit rein und vermische das Ganze dann miteinander, so dass die einzelnen Leberstücke so voneinander getrennt sind, dass sie nicht miteinander kleben. Darauf müsst ihr dann achten. So, die Zwiebeln sind auch soweit fertig. Jetzt werde ich nur noch Petersilie klein schneiden. Dann mit Salz und Blattpaprika abschmecken. Ich habe jetzt in meine Pfanne ein bisschen Öl und Margarine gegeben. Wir werden dann das Leber anbraten. Ich habe es in einen Sieb gegeben, damit ich dann das überflüssige Mehl absieben kann. Ich bin natürlich ständig beim Saubermachen hier und gebe dann das Leber einfach da rein. Dann von allen Seiten schön anbraten. So sieht das dann serviert aus. Ich habe jetzt meinen Zwiebel mit Petersilie daneben serviert, und das wird dann so zusammen gegessen.